Moment mal, dieser Typ ist also eine Art Hipster, der sich an andere Menschen dranschwänzt? Wanzt? Dranwanzt? Das ist irgendwie verstörend. Weißt du, manchmal möchte ich unseren Kunden einen ordentlichen Kopfnuss verpassen. So ist die Highschool, jeder ist ein Bastard. Aber hey, willkommen im Club! Warte mal, darum ging es also bei dem Gespräch an der Klippe? Vermutlich. Dann kriegte sie einen Sprung in der Schüssel und begann, diese unheimlichen Hasen zu basteln, stimmt's? Oh, weil er ihr diese ewig zurückliegende Sache gebeichtet hat? Man könnte sie durchaus als Nachtrag bezeichnen. Nein. Mein Gefühl sagt mir, dass da noch mehr ist. Dann hol schon mal deinen Hut, Sherlock. Komm, ich glaube, unsere Mitfahrgelegenheit lehnt da vorn am Tisch. Ich kann mir eigentlich auch gut vorstellen, dass dieses Gefühl, was er braucht, das, was sie hat, wahrscheinlich dieses Gefühl ist, was er so braucht, so dringend braucht. Zum Beispiel, dass sie gegenüber ihnen ein wohltuendes Gefühl gibt, ein Gefühl der Sicherheit, der Wohltuung. Das kann alles Mögliche sein. Vielleicht ist es das, was er an sie so schätzt und genau das ist, was er von ihr braucht. Diese Selbstsicherheit. Das wäre eine Möglichkeit, aber ach, scheiße. Ich beneide ihn. Sein Schulfreund war immer noch da, als sie beide schon grau wurden. Und half bei Umzug mit Piano. Ich wünschte, ich hätte auch noch Kontakt zu den Freunden aus meiner Kindheit. Ich bin da ehrlich gesagt froh darüber, dass ich die ganzen alten Leute aus meiner alten Schule nicht kenne. Also doch schon kenne, ja, aber nicht mehr wiedersehen muss. So. Von den Hintergründen mal abgesehen, ist es ziemlich erstaunlich, dass die beiden tatsächlich in der Highschool zusammenkamen. Wie viele von diesen Pärchen bleiben heutzutage schon länger als einen Monat zusammen? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Mit meinen Mädels lief damals alles glatt. Aha. So glatt, dass sie mir im Handumdrehen alle wieder entglitten. Klingt, als könnte es stimmen. Ein Plüschnabeltier. Jedes Mal, wenn dieses Ding auftaucht, ist ein kostenloser Memory-Link mit dabei. Ich liebe es. Wahrscheinlich ist diese Narbe, die es auf seiner Seele hinterlassen hat, mindestens so groß wie die auf meiner. Ui. Den Satz habe ich tatsächlich jetzt nicht ganz verstanden. Ich bin nicht so ganz melodramatisch. Gar nichts? Wirklich nichts? Nein, wirklich nicht. Mir geht's gut. Kame! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was zur Walnuss? Kame! Hey! Uncool, Eva. Nochmal stört niemals jemanden. Oh Gott. Nochmal. Man stört niemals jemanden in einem Kamehameha. Was? Gott, Alter, kennst du Kamehameha nicht? Das war eine Kindersendung damals. Die kenne ich von damals sogar noch. Okay, vorbereiten. Oh Gott. Ideal sind 6. Da scheint das ziemlich schwer zu sein. Lass mich vorher nachdenken.
So. Ach, ich werde es wohl niemals packen. Nie werde ich es packen. Ach. So. Reisen wir weiter in die Kindheit. Oh. Ich gehe jetzt zur Schule, Mom. Mach's gut, Zoe. Mein kleiner Junge, er wird so schnell erwachsen. Ich habe das Gefühl, dass hier ist nicht lange, dass wir hier nicht lange sein werden. Mein Gott. Und wenn er ein Mädchen wäre, würde sie ihn dann auch mit dem Namen seines Großvaters ansprechen? Das wäre gar nicht mal so schlimm. Er endet immerhin auf Ey! Joe, ey! Yo, ey! You klingt knuffig. Wenn es so knuffig klingt, wieso heiratest du ihn nicht noch? Ihn nicht einfach. Eifersüchtig. Oh ja, extrem eifersüchtig. Okay, ich schätze mal, hier haben wir wieder ein Glas Oliven. Och nee, nicht schon wieder. Ein Glas eingelegte Gurken. Ach so, Gurken. Es sind diese Gurken. Heiliger Strohsack. Das haut mich jetzt um. Du bist ziemlich leicht zu beeindrucken. Ja. Und hier die Uhr, die im Übrigen laut ist. Also fairerweise muss man sagen, eine tickende Uhr kann einen in der Tat extrem auf die Nerven gehen. Sagte, es wird schnell laufen. So. Ah, und da haben wir auch schon das Memento. So, was haben wir denn hier? Eine Couch. Mhm. Diverse Bücher mit unleserlichen Titeln. Und schon haben wir alle Memorieling beisammen. So, dann mal schnell hierher. Oh je, es wird ein Ball werden. Aber ich hoffe, das wird diesmal nicht so schwer. So. Jetzt erstmal kräftig überlegen. Lass mich mal kurz überlegen. Oh, gesamt unendlich. wenn ich hier mache, dann ist dieser hier frei. Wenn ich dieser hier frei... Pass mal auf. Das klappt wunderbar. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Oh je. Ich hasse dieses Spiel. Ah, so. Ich hasse nicht das Spiel. Ich mag bloß diese kleinen Minigames nicht. Die sind zwar geil gemacht und so, aber sind nichts für mich. So. Es riecht wieder nach Verwesung. Wo sind wir? Eva? Oh oh. Was zum Teufel ist das?
Seine nächste Erinnerung. Schön, aber warum sieht's hier wie ein Labuta aus? Gute Frage. Die Erinnerung verbindet sich nicht richtig miteinander. Muss sich wohl um eine Fehlerfunktion der Maschine handeln. Schon wieder? Beim letzten Update war die Behauptung, sie sei nun für mindestens ein halbes Jahr idiotensicher. Unsere IT-Abteilung besteht aus lauter Schwachköpfen. Egal, halb so schlimm. Die Teenagerzeit haben wir ja abgesichert, abgespeichert. Damit könnten wir es schon hinkriegen. In Ordnung, aber ich werde Ihnen im nichts über das hier erzählen. Solange wir erfolgreich sind, muss er es auch nicht erfahren. Tja, ich glaube, das war's. Wir können hier nichts tun. Bereit für die Finalisierung? Ladies first. Was hat das bloß mit sich auf sich? Zu schade, ich hätte gern mehr erfahren. Und wie ich schon sagte, wir werden hier wahrscheinlich nicht lange bleiben und wir sind hier auch nicht lange geblieben. Oje, oje, jetzt sind wir also in der Kindheit scheinbar. Zweiter Akt! Milliarden von Leuchtturmen, die festsitzen am anderen Ende des Himmels. Oje, wie lange geht das Spiel denn noch? Oh, und wir sind zurück. Arzt, halten Sie bitte Abstand. Sie werden nicht einfach aufwachen, aber Sie brauchen volle Konzentration. Oh. Und das ist alles, was ich, Alterna, weiß. Tja. Tut mir leid, ich bin voll wohl keine große Hilfe. Dann muss das so reichen. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Wunsch mit ihren frühesten Kindheitserinnerungen verbinden. Dann legen wir den Schalter um und voilà. Im Handumdrehen sehen sie sich auf den Mond. Ich habe eine Frage. Wenn sie Lily verschwinden lassen können, dann bedeutet das, sie können diese Welt verändern? Warum tun Sie das nicht einfach noch einmal und erfüllen mir meinen Wunsch gleich hier und jetzt? Das würde funktionieren, wenn dies Ihre wahre Erinnerung wäre. Brennen. Was soll das heißen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Was ist das hier denn? Was bin ich? Nur eine Kopie. Eine Leinwand, auf der wir arbeiten. Wenn Sie so wollen. Was Sie selbst angeht, Sie sind nur ein Algorithmus abgeleitet aus Johnny. Gut genug für ein Abbild von Ihnen, aber längst nicht vollständig. Alles, was wir tun können, ist dieses Bild auf logisch schlüssige Weise zu bearbeiten. Wenn wir dann Ihren Wunsch in Ihrer Kindheit übertragen, generiert die Maschine ein neues Leben für Sie, eines, in dem dieser Wunsch ihr Verhalten bestimmt. Diese Ergebnisse schreiben wir dann in das Gedächtnis des echten Johnny, John. Sie sehen also, selbst wenn Sie zufrieden mit uns sind, bleiben Sie doch nur ein Road-Only-Programm. Ich meine, wir könnten Sie resetten, so oft wir wollen, und das reicht. Ach, sei nicht so empfindlich. Er ist eh nicht real. Wenn du das wirklich glaubst, warum machst du dir dann überhaupt die Mühe, es ihm zu erklären?
Ich versuche nur, Zeit zu sparen. Gehen wir. Oh. Doktor? Ist es das, was ich wirklich bin? Eine Abbildung. Einfach nur eine Kopie. Wow. Ah, die Arbeit einer ganzen Nacht. Uiuiuiuiui. Jetzt fehlt, da fehlt noch was. Da muss... was zum... Du hättest mich wenigstens vorwarnen können. Ich kann es nicht leugnen. Ich gehe einfach gerne mit dem Kopf voran. Ich würde ja fragen, ob das ein Scherz sein soll, aber ich habe Angst vor der Antwort. Ziehen wir es durch. Ich komme in dieser Gestalt dumm genug vor. Alles, was wir tun müssen, ist einen Wunsch von der spätesten Erinnerung zur frühesten Zeit zu transportieren. Okay. Wir haben hier... Zwei passende Memento müssen an den Kanten zusammentreffen. Dann kann das Verlangen transferiert werden. Ah. Okay. Hey Eva, guck mal. Im Ernst? Oh Gott. Das verstehe ich nicht ganz. Pass mal auf. Das ist etwas, was ich nicht ganz verstehe. Oh Gottes Willen. Und hier kann ich so lange drehen, wie ich möchte. Das geht nicht. Was wurde denn zusammengepasst? Die Tasche? Mit der anderen Tasche? Nee. Buch an Buch. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wirklich nicht.
Ich klicke hier nochmal alles durch. Es ändert sich aber nichts, ne? Zu dumm, dass wir hier einen Streuner haben. Kein Problem, wir kriegen es auch ohnehin. Ich weiß aber, es fühlt sich unvollständig an. Du machst dir zu viele Gedanken, wenn das zu weit geht. Wächst dir den Job irgendwann über den Kopf. Sei ein so ein Blödsinn. Hör auf, mir deinen Weiberkram einzureden. Aber es funktioniert nichts. Oh. Oh. Sieh eine an. Ah, jetzt. Boah, wie lausig war das denn jetzt? Ding! So, das wären dann alle, mit denen wir arbeiten können. Bereit, auf den Knopf zu drücken? Du kennst mich doch, ich bin immer bereit.